Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner, hier bei Hearts of Iron 4 im großen Let's Play mit dem Kaiserreich Japan hier im Zweiten Weltkrieg. Am 11. November 1937 kehren wir wieder zurück in einer neuen Staffel und ich habe wieder ein paar Dinge, wichtige Dinge zu verkünden, die sich auf bestimmte organisatorische Fragen hier unserer Armeen, auch Luftstreitkräfte und so weiter beziehen. Also zunächst mal danke ich allen Kommentarschreibern unter den letzten Videos, die mich auf verschiedene Dinge hingewiesen haben. Da war unter anderem ein sehr lieb gemeinter Kommentar, den ich jetzt auch aufgreifen werde. Und zwar ging es darum, einen Vorschlag zu machen, ob man denn nicht die Organisation der oder den Aufbau der Divisionen nicht etwas besser mit der Spielmechanik übereinbringen könnte. Und da war der Vorschlag, ich habe jetzt den Namen des Kommentarschreibers leider nicht im Kopf, sei aber trotzdem sehr gedankt, weil es mich nochmal zum Nachdenken angeregt hat. Der Vorschlag von ihm war, wir könnten ja vielleicht versuchen, irgendwie, ja, sagen wir mal, die Divisionsebene hier im Spiel ein wenig aufzusplitten. Also das, was quasi eine historische japanische Division gewesen sei, mit so einer Vorlage, dass wir das ein wenig aufsplitten auf einzelne Divisionen mit unterschiedlichen Breiten, gemäß einem 40-20-10er Breitenschema, sodass man das gut miteinander ergänzen kann. Dann habe ich mich nochmal hingesetzt und habe ein bisschen nochmal weiter recherchiert, weil ich unbedingt wissen wollte, naja, wie haben die Japaner das denn wirklich organisiert, weil ich hatte da ja bisher immer schon noch ein bisschen Bauchschmerzen dabei und ich bin auf ein Buch gestoßen, wo ich mich jetzt auch mal ein bisschen eingelesen habe, ein englischsprachiges Buch, und zwar heißt das Rikugun, Guide to Japanese Ground Forces 1937 to 1945, Volume 1, Tactical Organization of Imperial Japanese Army and Navy Ground Forces. Also da geht es um die Armee- und Marine-Bodenstreitkräfte und ihre taktische Organisation. Das ist also nur der erste Teil eines größeren Kompendiums sozusagen. Und dort wird auch detailliert beschrieben, wie sich die Organisation der japanischen Armee unter anderem bei der Infanterie zum Beispiel entwickelt hat, bei der Panzergruppe, Truppe und so weiter und so fort. Und all diese Aufbauten wurden dort entsprechend auch thematisiert. Und das ist ganz interessant. Der hat dazu auch einige Tabellen mit reingepackt, ist ganz schön illustriert. Und da sind mir nochmal ein paar Dinge aufgefallen, sodass ich meine Division sowieso nochmal ein bisschen überarbeiten wollte. Herausgekommen ist dann das Folgende. Wir behalten natürlich jetzt erstmal unsere Organisation bei, so wie sie ist. Mit Ausnahme der Panzertruppen, ihr seht es schon hier, die haben jetzt eine sehr geringe nominelle Stärke, denn ich habe die schon verändert, die werden gleich im Kampf quasi schon auf einen moderneren Stand gebracht. Warum, erkläre ich auch gleich nochmal kurz. Aber die Infanteriedivision, und ich habe das jetzt mal Ergänzungsdivisionen genannt, das, was aktuell noch die Chuton Shishidan sind, die habe ich jetzt nochmal verändert für das Jahr 1938. Also im nächsten Jahr werden wir allmählich die Division neu strukturieren, weil das auch historisch die Japaner unter anderem gemacht haben. Da gab es verschiedenste Veränderungen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail eingehen. Ich habe das mal hier vorbereitet mit einem anderen Symbol. Infanterie 38 wäre dann dieses Ding hier. Das sieht schon etwas anders aus, ist nochmal ein bisschen größer geworden und hat ein paar Dinge verändert. Also, zunächst einmal bleiben wir bei einer, bei einer viergliedrigen Division, das heißt also vier Regimenter. Insgesamt historisch wollte man in Japan eigentlich schon seit 1936 auf eine trianguläre Organisation hinauslaufen, also unter einem Hauptquartier drei Regimenter bündeln und die anderen Einheitenteile in diese drei übergehen lassen, sodass man hier eine Dreierstruktur hat. Das haben auch viele andere Länder in der Zeit gemacht und nicht mehr die alte Struktur mit vier Regimentsarmen sozusagen. Das ist aber in Japan erst sehr zögerlich umgesetzt worden durch die japanische Armee. Dementsprechend bleibt es für uns erstmal noch bei dieser viergliedrigen. Das erstmal so ganz grundsätzlich. Dann seht ihr hier ein Zugeständnis, das ich an das Spiel gemacht habe, um tatsächlich mal auf
die 40er Gefechtsbreite zu kommen, habe ich die Artillerie hier verdoppelt, weil die Artillerie ist die einzige Einheit, von der ich weiß, die eine Gefechtsbreite von 3 gibt. Und wenn ich eine Artillerie einfüge, dann habe ich immer einen ungeraden Gefechtsbreitewert, egal wie viele andere Brigaden von der Zweierbreite, wie Infanterie oder Kavallerie oder was auch immer ich hier einfüge. Es werden immer ungerade Werte rauskommen, also ich komme nie auf den glatten 40er Wert. Deswegen habe ich das hier verdoppelt. Das ist ahistorisch, das ist mir auch bewusst. Also historisch 1937 ist es, wie gesagt, von der Artillerie her, von der Geschützanzahl her eigentlich genau die Hälfte, nämlich 36 solcher Geschütze, die Standard sind für eine Infanteriedivision. Ich habe mich jetzt dazu hinreißen lassen, das zu verdoppeln. Das wird natürlich unsere Division wesentlich kampfstärker machen. Aber das ist mir als Kompromiss noch irgendwie genehm, weil wir dann wirklich besser mit der Mechanik hier auch klarkommen und es nicht so eine komplizierte Rechnerei ist, sondern wir wirklich sagen können, zwei Infanteriedivisionen aus einem Angriffsvektor machen genau 80 und da brauchen wir gar nicht groß drüber nachdenken. So, dann habe ich hier gesehen, durch die neue Mechanik hier im Rahmen des neuen Add-ons haben wir nicht nur Nachrichtendienst, sondern auch die Aufklärungsabteilungen haben sich ein bisschen verändert. Wir haben jetzt hier standardmäßig eine Kavallerie-Aufklärungsabteilung, die man zum Beispiel ergänzen könnte mit einer ersetzen könnte mit einer motorisierten Aufklärungskompanie oder sogar einer gepanzerten Aufklärungskompanie. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, hier die Kavallerieaufklärungsabteilung, das ist quasi die wir vorher auch schon drin hatten, zu verwenden. Das zeigt nämlich wunderbar, was eigentlich historisch die Kavallerie gemacht hat. Ich hatte ja in der alten Division haben wir hier noch eine eigene Kavallerieeinheit drin. Lustigerweise, in Japan war es so, die alten Kavallerieregimenter sind niemals heruntergestuft worden. Das, was viele andere Länder gemacht haben, nämlich genau das. Man hat die Kavallerie zu einer reinen Aufklärungsabteilung heruntergestuft. Man hat sie etwas verkleinert und vor allen Dingen hat sich die Rolle der Kavallerie dann wirklich auf Aufklärungsaufgaben beschränkt, weil in der modernen Kriegsführung mit MGs, mit immer mächtigerer Artillerie, ist eine wirklich kampforientierte Kavallerieeinheit ziemlich zum Tode verurteilt und ist im modernen Militärbereich schon in den 20er, 30er Jahren nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs war man sich da hundertprozentig sicher, nicht mehr einzusetzen. Also dass hier wirklich noch so eine Brigade stattfindet, eine Kampfbrigade als Kavallerieeinheit, das ist eigentlich auch für Japan völlig ahistorisch. Auch die haben ihre Kavallerie eigentlich nur noch zu Aufklärungszwecken eingesetzt, aber lustigerweise haben so getan, als wenn es immer noch ein Kavallerieregiment, ein volles geben würde, einfach wegen alten Traditionen und Ehre und hast du nicht gesehen. Das Typische, was man dann so mit diesen Generälen auch immer sieht, dieser extreme Ehrenkodex, der da vor sich hergetragen wird. Und dann darf dieser Regimentsbegriff eben nicht ersetzt werden. Die heißen immer noch Kavallerieregimente, aber eigentlich der Einsatz taktisch ist wirklich als Aufklärungsabteilung. So wie es hier im Spiel jetzt inzwischen zum Glück auch dargestellt wird. Also da hat sich Paradox wirklich mal Mühe gegeben, das so ein bisschen zu präzisieren. Das heißt also, dieses Ding hier kann eigentlich weg. Diese Kampfbrigade oder das Kampfbataillon, das kann hier raus. Und auch die motorisierte Infanterie habe ich jetzt rausgenommen für die neue Divisionsgeschichte, denn ich habe mal nachgeschaut, wie sieht es denn mit Motorisierung aus bei japanischen Divisionen, denn ich hatte immer gelesen, ja, die besitzen halt Transportregimenter und dann bin ich, wie man das so als moderner Europäer denkt, ja, Transportregimenter, das werden wohl LKWs gewesen sein, nicht? Nein. Also bis weit ins Jahr 1938, 39 hinein sind die allermeisten Divisionen, Infanteriedivisionen in Japan wirklich basierend auf Pferden und Pferdezugsystemen. Das heißt also, es gibt dort so gut wie gar keine Motorisierung und in Geländebereichen von China will man das häufig auch gar nicht haben, weil die Infrastruktur so unglaublich schlecht ist. Da würde man mit 2 Tonnen LKWs in vielen Bereichen sowieso nicht gut klarkommen. Deswegen ist dieses Transportregiment, was Teil einer japanischen Infanteriedivision ist, eigentlich immer
bestehend aus vielen Männern und vielen Pferden und einigen Karren und Zugwagen und was man dann so alle mit sich führt, um eben die Ausrüstung per Pferd und per Karren durch die Gegend zu ziehen, um sie im Kampf dann parat zu haben, egal um was es sich da an Ausrüstung oder an Gütern irgendwie handelt. Ja, dementsprechend ist die Motorisierung hier jetzt abgesunken. Bei der neuen Infanteriedivision wird sie absinken auf nur noch 20, war vorher glaube ich bei 70 oder so. Das heißt, wir werden viele LKWs frei haben, die wir dann aber auch brauchen für unsere gemischten Brigaden, das zeige ich euch gleich. Was wir hier noch haben, das sind nämlich die motorisierten Einheiten, die wir fürs Feldlazarett brauchen. Auch da habe ich nochmal nachgeschaut. Manpower-mäßig haut das alles nicht so ganz genau hin hier bei Hearts of Iron 4. Also die Japaner hatten zum Beispiel 4 verschiedene Feldlazaretteinheiten mit ungefähr 1000 Mann und nicht mit 500. Ne? Das passt auch schon wieder nicht so ganz. Aber dass die zum Beispiel motorisiert sind mit 20 Fahrzeugen, das macht durchaus Sinn. Das denke ich mal ist auch historisch einigermaßen akkurat. Die haben auch Pioniere gehabt und so weiter. Das haut hin. Kavallerie-Aufklärungsabteilung, später noch natürlich auch funkbasierte Signalabteilungen und so weiter hatten sie auch vorher schon, aber die werden dann irgendwann auch auf Funk basieren im Laufe des Krieges. Da sind wir natürlich jetzt noch nicht. Ja, dementsprechend habe ich das jetzt als neue Grundlage unserer Infanterie ab 1938 ausgewählt. Warum erst dann? Deswegen, weil ich erstmal hier unsere nächsten Ziele erreichen will. Das ist insbesondere das Aufschließen hier mit unserer Expeditionsarmee um Shanghai. Da müssen wir erstmal durchstoßen, das ist das erste Ziel, und dann möglichst auch Nanjing einnehmen. Und wenn wir diese Ziele erfüllt haben, dann werden wir irgendwo schon 1938 uns bewegen. Und dann können wir die Armee neu strukturieren, da können wir uns ein bisschen Pause und Ruhe gönnen, auch den Soldaten. Aber da sind wir noch nicht, wir sind hier mitten im Kampf und haben einiges zu tun. Also das wird sich demnächst ändern. Das habe ich mir nochmal überlegt, weil das macht so mehr Sinn. Ich habe auch hier diese Chuton Shishidan, also die ehemaligen Garnisonstruppen, die wir jetzt spielmechanisch eigentlich gar nicht mehr brauchen, weil die ja hier jetzt separat gerechnet werden. Die werden wir auch verändern auf diese Art von Division, und das nenne ich jetzt Ergänzungsinfanterie. Das ist nämlich für den Fall gedacht, dass wir wirklich mal unsere Panzer einsetzen. Die sehen jetzt so aus. Wir haben also jetzt zweimal motorisierte Infanterie, nämlich bei diesen gemischten Brigaden drin. Das ist nämlich auch historisch, denke ich mal, oder soweit ich gesehen habe, einigermaßen gut belegt. Die nennen sich immer Independent Regimenter oder Independent Brigades. Aber im Prinzip sind das hier motorisierte Infanterie, ein motorisiertes Infanterieregiment, dann ein Panzerregiment oder wie viel da auch immer drin sind. Wir haben jetzt ja eh nur hier 60 Stück drin. Und natürlich auch motorisierte Artillerie, die per Wagen irgendwie gezogen wird. Weswegen man diese Einheit auch am besten in flachem Gelände auch dann wirklich einsetzen kann. Außerdem haben wir hier eine motorisierte Aufklärungskompanie. Die arbeiten dann nicht mehr mit Pferden, sondern eben auch alles, was geht, ist motorisiert. Ihr seht schon, wir brauchen hier starke 170 LKWs dafür, für eine solche Einheit, und wir haben insgesamt, glaube ich, aktuell 3, wenn mich nicht alles täuscht. Eine ist hier, eine ist hier unten und die dritte ist hier, und diese 3, die müssen erstmal hier jetzt mit diesen neuen LKWs ausgerüstet werden. Dafür haben wir dann demnächst, jetzt ja leider noch nicht, aber demnächst dann einige LKW aber auch wieder frei ab 38. Das will ich aber jetzt nicht ändern, weil es unsere gesamte Armee betrifft. Ich hoffe, es ist jetzt ganz klar geworden, wofür wir die Ergänzungsinfanterie brauchen, mit der 20er Breite hier, die quasi halb so groß ist wie eine normale Infanterie. Die haben ja auch ein Feldlazarett und ein bisschen Unterstützungsartillerie, einfach weil die nicht so stark im Angriff sind, die sind wirklich unterstützend gedacht. Also da kann man dann eine normale Infanterie-Division plus diese Division nehmen, dann hat man eine 60er Breite, und dann kann man 2 von den Panzern nehmen, ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, 2 von diesen gemischten Brigaden, die kann ich leider nicht auf Gefechtsbreite 10 bringen, egal wie ich es drehe und wende, durch die Artillerie wird das immer ungerade leider hier. Und ohne Artillerie finde ich das auch ehrlich gesagt ein bisschen, na, obwohl hier könnte man, hier könnte man aber eigentlich auch, aber Unterstützungsartillerie geht nur, ach, die geht aber, oh, das könnte man, oh, das ist natürlich, habe ich vorher gar nicht gesehen, das könnte man auch machen. Dann bräuchten wir hier weniger Artillerie, würden natürlich die Breite nochmal verringern, dann hätten wir hier nur eine 6er Breite, könnten aber theoretisch natürlich noch weitere Infanterie dazu nehmen.
kämen damit dann auch auf eine Zehnerbreite, brauchen dann noch mehr Fahrzeuge, aber hätten natürlich den Vorteil mit der Unterstützungsartillerie, dass wir hier keinen Geschwindigkeitsnachteil kriegen und hier eben weniger Artillerie haben, aber das finde ich gar nicht mal so schlimm, weil diese gemischten Brigaden sind ja kleine Einheiten. Die besitzen ja nicht, wer weiß, wie viele Geschütze normalerweise. Also 12, das klingt mir hier irgendwie sinniger. Dann ändern wir das auch nochmal durch. Die 20 Punkte haben wir jetzt auch nochmal übrig. Perfekt. Okay, ja, also unsere Panzereinheiten sind jetzt eigentlich nicht mehr wirklich kampffähig aktuell. Aber das müssen wir jetzt irgendwie verkraften. In der Hoffnung, dass wir das jetzt hier auch überleben vernünftig. Und dann, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das ist auf jeden Fall die Veränderung hier der Infanterie. Dann habe ich noch was gesehen, auch ganz wichtig. Die Flugzeuge hier im Norden haben eigentlich wenig zu tun, beziehungsweise ja, es finden hier überall noch Kämpfe statt im Norden. Aber die wichtigen Kämpfe, die finden eigentlich alle jetzt in Ostchina statt, aber dort haben wir nur 242 Flugzeuge, von denen ein großer Teil aktuell keine Aufgabe hat, weil es diese kleinen Trägerjäger nur sind, die wir sowieso nicht brauchen, denn aktuell befindet sich weder in Ost- noch in Nordchina die feindliche Luftstreitkraft. Ich habe gesehen, die sind hier mit 66 übrigen Jägern und 11 Bombern in Südchina und versuchen gegen die Guangxi-Clique vorzugehen unter anderem. Also habe ich mir überlegt, wir könnten unsere ganzen Flugzeuge hier aus dem Norden definitiv komplett einmal hier in den südlichen Flughafen schicken und könnten dann wiederum auch diesen Jägern hier ihre Aufträge schon mal wegnehmen, also den Jägern, die trägerbasiert sind, und die anderen, die könnten natürlich hier entsprechend umgeschult werden nach Ostchina. Auch die Bomber bitte einmal nach Ostchina, dich wollte ich nicht anwählen. Und auch die Trägerbasierten, ja, ich weiß, die haben nicht eine riesen Reichweite, aber auch die können dann gerne im Anschluss hier Richtung Ostchina ihre Missionen durchführen. Dann haben wir hier nämlich noch eine stärkere Luftunterstützung in den Kämpfen, die wir jetzt in der Zukunft nämlich wirklich brauchen. So, und dann habe ich noch eine letzte Ankündigung, bevor wir jetzt hier wirklich mit den Divisionen weitermachen. Und zwar werde ich jetzt... Moment mal kurz, ich muss mal gerade schauen, wie weit ich in der Aufnahme bin. Ah ja, okay. Und zwar werden wir dann jetzt versuchen, mit übrigen Divisionen, die wir irgendwie noch über haben, das sind nicht viele momentan, werden wir versuchen, strategische Verlegungen wie hier, hier oder auch hier oder hier, dass wir die irgendwie stoppen, indem wir, ja, wenn auch sehr hoffnungslose Gegenangriffe starten, sodass der Gegner hier seiner Fähigkeit beraubt wird, hier strategisch in den Süden zu verlegen. Denn hier ist eigentlich der wahre, der wichtige Kampf, wenn wir versuchen, unsere Einheiten nach hier unten zu verbinden. Das wird hier die wichtigste Aufgabe derzeit sein. Dementsprechend möchte ich hier wirklich gucken, dass wir das hinbekommen. Ich werde jetzt immer 2 Tage übrigens vergehen lassen, damit wir einfach ein bisschen schneller auch vorankommen. Und ich würde sagen, wir greifen mit dieser Einheit direkt hier rein an. Die Einheit verstärkt die beiden hier, damit wir hier auf eine bessere Gefechtsbreite kommen in der Verteidigung. Die Einheit muss auch nicht verschoben werden. Auch die können eigentlich hier die hier auch mit unterstützen in ihrem Angriff, dass die hier noch mehr Probleme verursachen. Wobei wir haben hier... Okay, wir haben demnächst eine 120er Breite, aber dann sind die eigentlich auch über, ne? Ist dann die Frage, wo wir die am besten hinpacken. Ob wir die nicht irgendwie hier rüberziehen und dann mit angreifen lassen, dass wir hier eine dritte Front aufmachen. Ich glaube, das macht am ehesten Sinn. Ich möchte nämlich langfristig einen großen Teil der Truppen, nämlich diese drei hier, die möchte ich eigentlich hier unten mit reinziehen, um sie hier angreifen zu lassen. Das heißt aber auch, dass unser Angriff hier extrem geschwächt wird und ich glaube nicht, dass wir das machen können, bis hier genug Entlastung entstanden ist. Aber das gucken wir dann noch nach. Die beiden Divisionen werden jetzt vernichtet von den Truppen hier, das ist gut. Hier wird jetzt auch angegriffen, um die Einheit hier zu beschützen. Das ist aber eigentlich, finde ich, auch nicht mehr notwendig. Die könnten ihre Angriffe hier erstmal einstellen und ihr auch. Dafür könnten die schauen, dass sie diese beiden Einheiten hier entsprechend behindern und hier angreifen. Das fände ich eigentlich ganz sinnvoll. Und
und die anderen bleiben, glaube ich, stehen. Die möchte ich gar nicht dafür einsetzen. Da reicht eine Division aus. Okay, die müssen sich jetzt sowieso mal erholen. Die haben hier wenig Organisation übrig. Hier wird angegriffen mit totaler Überlegenheit. Das ist also auch sehr gut. Ja, hier verlegt auch schon wieder eine Einheit in den Süden und hier auch schon wieder. Hier können wir aber auch einen weiteren Angriff mal starten, dass wir die hier aufhalten. Denn das möchte ich nicht. Die beiden hier oben stehen dumm rum. Die sollen mit hier unterstützen und die Einheiten bitte auch, dass wir die möglichst zügig noch fertig machen können. Das wäre mir eigentlich mit hier am liebsten. Genau, ich glaube, dann ist alles soweit vorbereitet. Hier oben sieht es noch ganz gut aus. Das können wir, glaube ich, alles so lassen. Genau, dann können wir jetzt mal 2 Tage vergehen lassen bis zum 13. November und schauen mal, was bis dahin hier geschieht. Alle anderen haben ihre Befehle bekommen. Die müssen noch verlegen. Wann sind die da? In 3 Tagen. Okay, das dauert eh noch lange. Dann können wir jetzt mal 2 Tage abwarten bis zum 13. November. Wir sehen wieder, es gibt geringen Nachschub. Das Thema kennen wir schon. Da können wir jetzt auch erstmal nichts dran machen, bis wir nicht hier weitergekommen sind. So. Und 5 Uhr, 13. November. Und jetzt können wir gucken. Wir sehen jetzt hier, oh, auf einmal 4 Divisionen hier unterwegs. Der Angriff 4, der wird sich jetzt bald verlaufen, sobald die verstärken. Das ist kein Problem. Die haben wir jetzt immerhin aufgehalten, die eine Division, die da verlegen wollte. Und auch die hier werden nicht in der Lage sein zu verlegen. Sind aber hier jetzt auf Probleme gestoßen, weil sie von hier oben mit angegriffen werden. Aber das ist dann eben so. Lass uns die auch nochmal hier reinbringen. Die Panzereinheit, die könnte man jetzt auch mit hier reinfahren zum Beispiel. Die greifen dahin ein und so weiter und so fort. Das ist alles soweit in Ordnung. So, was machen wir mit dir? Du gehst jetzt in die leere Provinz. Das macht natürlich jetzt nicht mehr ganz so viel Sinn. Die eine Einheit greift hier schon an. Habe ich ihr das befohlen? Ich meine, dann können die nicht weg. Das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal eine gute Sache, dann unterstützt die doch dabei. Ja, da unterstützen wir die einfach dabei. Und sobald wir Zeit haben und die Einheit hier wieder auf volle Stärke ist, in 2 Tagen können wir die hier oben dann auch mit zur Hilfe dort einsetzen. So, ich sehe gerade, wir haben Fiat 626. Ich weiß gar nicht, was Fiat 626 sind. Sind das zufällig motorisierte? Ne, Typ 94. Die sehen wir aber auch noch gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht, ist das Artillerie, sind das Panzer, auch nicht. Was ist das denn überhaupt? Sind das Jäger? Ich habe keine Ahnung, was die uns da schicken wollen. Sie haben es ja noch nicht geschickt, deswegen sehen wir es auch noch nicht. Na gut, schauen wir mal. So, jetzt sehen wir auf jeden Fall der Gegner inzwischen mit 315.000 Mann Opfer. Wir bei 18.800, also das ist wirklich ein krasses Missverhältnis, aber genauso brauchen wir das auch. Wir werden übrigens hier oben mit angegriffen. Während hier der Gegner noch nicht ganz besiegt ist, aber das wird jetzt nicht mehr lange dauern. Hier wird der Angriff verstärkt, das ist gut, dann kriegen wir die hier schneller besiegt. Hier sind die auch schon mal im Angriff, können nicht weg. Die eine Einheit ist sowieso außer Reichweite, die konnten nicht fliehen. Sehr schön, das sieht alles ganz gut aus, denn dann wird der Gegner hier behindert. Ja, hier können wir jetzt leider nichts machen, weil wir hier unter Angriff stehen. Dagegen können wir jetzt erstmal nichts tun. Die Einheit verlegt in die Richtung. Das finde ich gar nicht schlimm. Da dürfen die gerne rein verlegen. Hauptsache nicht irgendwo hier unten hin. Die greifen jetzt mit 120er Breite gegen 58 an. Ja. Ach so, jetzt erst mit 120. Oder hatten die eben einen Brückenangriff? Das kann auch sein, dass das daher rührte. Wenn ich jetzt aber die alle wegnehme, dann habe ich natürlich das Problem, dass das mit der Breite dann irgendwie schwierig wird. Wenn ich jetzt die Infanteriedivision rausnehme, sind 33 von der Breite weg. Naja, das sollte immer noch gehen. Ich glaube, ich mache das mal so. Ich ziehe die eine hier weg und schicke die hier in so einen suizidalen Angriff rein. Aber das muss sein, damit wir hier die Einheiten weiter gestoppt bekommen. Ja, hier kommen wir jetzt auch nicht raus. Eigentlich soll hier eine Truppe hier unten reinmarschieren, aber durch den Gegenangriff wird das wieder gestoppt. Das können wir jetzt leider nicht ändern. Hier greift uns der Gegner an mit ähnlich starken Truppen, aber wird natürlich sich gleich wundern, wenn die 3 Einheiten hier reinkommen. Dann hat sich das Thema auch erledigt. Also keine große Bedrohungslage, außer dem Angriff im Gebirge ist sowieso
Das Gebirge hier, ne? Hallo? Ich will wissen, ob das Gebirge ist. Kann ich nicht nachgucken. Verdammte Axt. Ja, der wählt jetzt immer automatisch dann die Einheiten an. Ach, manchmal die Steuerung von dem Spiel riecht mich manchmal dezent auf. Na gut, was mit den Panzern hier? Naja, die müssen jetzt irgendwie überleben. Ist halt nicht der idealste Move, die hier zu verstärken in der Kriegszeit bei wenig Nachschub. Es ist, wie es ist. Sie kriegen ja gleich hier Verstärkung durch die Infanterie. Dann sollte das alles wieder halb so schlimm sein. Okay. Ja, das mit der Supply-Situation, ihr seht hier, das wird auch nicht besser, weil die Supply-Situation ist einfach total beschissen hier, um das mal ganz deutlich zu sagen, in diesem Gebiet. Da können wir noch so viele Gebiete erobern, das wird auch nicht unbedingt besser. Ich müsste mal gerade gucken, wie heißt denn dieses Gebiet hier? Name? Ostchina, nee, Jiangsu heißt das ganze Gebiet hier. Haben wir in Jiangsu die Möglichkeit? Nö, haben wir sowieso nicht irgendwas zu reparieren. Ja, das ist dann schön. Dann können wir wirklich nichts an der Situation gerade ändern. Da müssen wir durch und müssen einfach die Zähne zusammenknirschen und uns da irgendwie durchboxen. Ist für die Panzer halt extrem blöd. Eigentlich müssten wir die irgendwo weiter im Norden einsetzen. Andererseits ist es eben imperativ wichtig, dass wir hier im Süden vorstoßen. Deswegen, ja, lassen wir es mal so, wie es ist. Die Flugzeuge sind inzwischen alle da, 604 immerhin. Die jetzt hier auch ihren Aufträgen nachgehen. Das Ganze wird natürlich dauern, weil die natürlich zu geringe Reichweite haben. Ja, das können wir sowieso nicht ändern. Aber zumindest müssten wir jetzt hier zusammen mit dem Bodenpersonal mit einer ordentlichen Missionseffizienz hier die Unterstützung der eigenen Truppen nochmal wesentlich verstärken können. Das ist hier schon, finde ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Okay, würde sagen, wir warten noch mal 2 Tage bis zum 15. November. Dass wir hier auch noch mal ein bisschen was geschafft bekommen. Alles andere ist eigentlich so schon voll in Ordnung. So, Nordchina, Gegner hat Luftüberlegenheit, das gucken wir uns auch gleich an. Ich vermute, der Gegner, ja, hat jetzt hier irgendwelche Bomber reingestellt. Wisst ihr was, wenn das so ist? Und ich habe hier Jäger, die sowieso nichts machen, ja. Nämlich die Jäger, die nicht so viel Reichweite haben, dann sollen die doch bitte alle einmal hierhin und Bombe abfangen in Nordchina machen als Mission. Das ist doch in Ordnung. So, dann haben wir noch eine Division für Mandschurien, für die Kwangtung-Armee zugewiesen. Die lassen wir direkt mal hier an die Grenze marschieren. Wir müssen uns ja ein bisschen gegenüber der Sowjetunion schon mal absichern. Das ist, denke ich, mal ganz klar. So, wie sieht's denn sonst aus? Also hier ist jetzt die Verteidigung, denke ich mal, gesichert. Der hat auch einen Hinterhalt am Start, der gute Iwane Matsui. Das sieht ganz gut aus. Können wir den inzwischen verbessern? Ja, tatsächlich. Er kann auch ein Infanterie-Experte werden. Und Angriffsboni sind natürlich immer eine tolle Sache. Deswegen werden wir das jetzt auf jeden Fall mal machen. Und als Entlastungsangriff greifen wir diese beiden Truppen, die eh gerade schon im Kampf sind. Ah, greifen wir die jetzt schon an oder lassen wir das noch sein und... Nee, komm, wir können die jetzt schon mal entlasten hier mit den dreien, dass die hier noch mehr Probleme kriegen. Dann sind die auch schneller aus dem Kampf raus. Hier hat sich jetzt eine neue Einheit reingestellt, die wieder angegriffen wird. Das ist... Ja, ungünstig, können wir jetzt aber auch nicht ändern. Immerhin, hier wird jetzt angegriffen. Ich glaube aber, die eine Einheit ist hier schon rausgerückt. Das ist sehr, sehr schade, denn diese Einheit hier, die wird sich vermutlich nicht sonderlich lange halten können. Aber wir schauen mal, wie lange das möglich ist. Hier sind nur noch 4 Einheiten drin, das ist schön. Es könnte sein, dass wir die hier bald rauskriegen, mit ein bisschen Glück, wenn der Gegner nicht zu viel wegverlegen kann. Hier oben wird auch immer noch verteidigt, jetzt mit mehr Divisionen, das ist auch ganz gut, denn die Panzer sind ja nicht besonders stark. Hier ist jetzt auch Verstärkung eingetroffen, da sieht es auch sehr gut aus und die Einheit, die kommt auch nochmal gleich rein. Also das sieht doch alles ziemlich gut aus, muss ich sagen. Okay. Ja, ideal wäre es, wenn wir diese Truppe hier einkesseln könnten. Das bedeutet aber, dass wir alle Provinzen drumherum, diese hier und diese hier, komplett einnehmen müssten. Und das wird natürlich extrem schwer werden. Also ob wir das hinbekommen, das müssen wir mal schauen. Das ist sehr, sehr schwierig. So, der Angriff hier
Mal ein bisschen könnten wir den noch aufrechterhalten. Es ist zwar verlustreich, aber solange die hier nicht wegziehen können, jeder Tag, wo das der Fall ist, ist eigentlich für uns schon fast ein Sieg. Hier können wir weiter angreifen. Ich würde sagen, guck mal, die machen einen Gegenangriff hier, die Dummen. Aber den sollten wir locker gewinnen, den Gegenangriff. Also das ist gar kein Problem. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir lassen die Einheit nicht durchmarschieren, greifen hiermit an. Und hier unterstützen wir den Angriff hier drüben. Genau, die kommen jetzt auch noch mit rein. Das ist für die Verteidigung auch nochmal besser hier. Sehr schön. Hier, ja, kann man auch jetzt nicht so stark extrem gewinnen. Nutzt sich hier ziemlich ab, aber kann den Gegner zumindest hier am Verlegen hindern. Das ist ja eigentlich auch eine schöne Sache. Gut, hier drüben greifen jetzt 5 Divisionen an. 5 unserer kleinen und eine 6. kann noch verstärken. Das heißt also, der Gegner hier sollte bald nachgeben. Und dann können wir eventuell die hier sogar einkesseln. Das wäre auch wieder ein schöner Verlust, also ein schöner Sieg für uns, dass wir hier 2 einkesseln. Dementsprechend lassen wir das so. Die anderen sind alle beschäftigt hier. Ein Teil flieht schon wieder. Ein Teil greift an, aber kann hier nicht wirklich was ausrichten auf Dauer. Sieht gut aus. Können wir, glaube ich, so lassen. Und genau, die Flugzeuge hatte ich schon geschaut. Die haben ihre Aufträge jetzt alle übernommen. Die anderen sind nach Peking unterwegs, um die Bomber abzufangen. Ist, denke ich, mal ganz okay. Und der Rest... Verlegt der Rest hier gerade irgendwo hin? Weil die Jäger sind jetzt hier nirgendwo mehr. Oder wo sind die hin? Man weiß es nicht. Wir werden es vielleicht gleich noch erfahren. Warten wir einfach mal ab, würde ich sagen. Wir lassen wieder 2 Tage vergehen. Können jetzt eigentlich auch nichts Neues derzeit befehligen. Ja, das können wir machen. Bis zum 17. November. Gucken wir mal, was wir hier noch erreichen. So, ich weiß, es ist jetzt wieder nicht ganz so viel passiert in dieser Folge, aber da müssen wir jetzt einfach mal durch. Nächste Folge wird es wieder ein bisschen besser weitergehen. Hier sehen wir jetzt auch Verstärkungen hier reinrücken, was cool ist, weil, ja, tut doch alles hier oben rein, dann fehlt es euch nachher hier unten. Das ist eigentlich genauso, wie ich das haben möchte. Müssen nur aufpassen, dass wir die Einheiten nicht zu stark abnutzen, aber ich denke mal, das bekommen wir irgendwie hin. Sollte sich eigentlich machen lassen. So, das ist eine Ebenenprovinz, ne? Das heißt, der Panzer könnte hier sogar unterstützen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das will, während der sich hier noch verstärkt, ich glaube. Dem geben wir erstmal ein bisschen Ruhe und Pause. So, Nordchina, ja, hat jetzt hier die 11 11 Bomber. Das ist klar. In Ostchina ist aber auch nichts. In Südchina, also wo die jetzt die Jäger hin verlegt haben, ist mir ein Rätsel. Nicht in unsere Gefilde. Oder die Jäger brauchen so lange zum Verlegen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die 3 oder 4 Tage dafür brauchen für so einen Flug. Naja, so, die Einheit hier ist gleich weg. Das ist super, weil dann haben wir den Gegner eingekesselt. Das ist ein super Teilerfolg. Wieder jede Division, die der Gegner verliert, ich sag's immer wieder, ist für uns Gold wert. Weil sie die woanders nicht mehr einsetzen können. Und so schnell können sie das auch nicht nachbauen, denn dadurch, dass die Truppen die ganze Zeit über in Kämpfe verwickelt sind, verschleißen sie unglaublich viel Material und ich vermute mal, dass China einen Großteil seiner produzierten Infanterieausrüstung allein schon für diesen Verschleiß bereitstellen muss und kaum in der Lage ist, neue Divisionen auszuheben. Zumindest ist das meine Hoffnung. Mal gucken, ob die sich bewahrheitet. So, hier fliehen jetzt schon wieder Einheiten, das ist nicht ganz so günstig. Immerhin haben wir jetzt hier den Gegner aber fast runtergekämpft. Das ist auch schon mal ganz gut. Wie sieht es hier aus? Ja, wie gesagt, die Panzer haben halt eine geringe Stärke. Das wissen wir auch warum. Auch die Organisation lässt allmählich etwas nach, aber sind eigentlich nominell stark genug, um sich dort zu halten. So, dieser Angriff hier. Wie lange halten wir den jetzt noch aus? Die Verluste sind eigentlich sehr moderat. Ich würde sagen, 2 Tage können wir sogar noch weitermachen hier. Lassen wir die Gegner ruhig hier schön festgesetzt. Der Gegner rubbelt sich hier an unseren Truppen ab. Das ist eigentlich auch nett. Der Gegner ist auch aufgehalten hier. Und der, ja, das sieht alles ziemlich gut aus. Also ich glaube, das wird gut aufgehen. So hoffe ich zumindest. Mal gucken, vielleicht bin ich auch der letzte Deppenfeldherr und es geht hier alles in die Hose. Aber
ich hoffe eigentlich, dass das gut funktioniert. So, ich lasse jetzt noch einmal 2 Tage ablaufen. Wir gucken es uns dann nochmal gemeinsam an und dann soll das heute auch mit der Maxi-Folge mal bewandt sein. Hier oben sind übrigens die Einheiten in den Angriff übergegangen. Nee, wisst ihr was? Wir machen gleich Folgenende. Das ist ja Quatsch, dass ich jetzt so riesenlange Folgen hier produziere. Ich muss ja auch sehen, dass ich überhaupt irgendwas hier täglich präsentiert bekomme. So, das sieht auch ganz gut aus. Wobei natürlich Angriff jetzt hier im 30% Abzugsgelände, weil wir in den Hügel reingreifen. Ne? Ja, das ist nicht optimal. Der Gegner hier hat noch mehr Probleme. Aber zumindest konnten wir unsere Truppen hier schon mal sehr gut entlasten. Das sollte sich bald erledigt haben. Okay, das wäre es erstmal für heute. Wir haben jetzt nicht ganz so viel gesehen, aber man sieht schon, die Lage stabilisiert sich doch allmählich. Und wir können hier Stück für Stück den Gegner besiegen. Der kämpft jetzt auch sehr ineffizient, deswegen verlieren sie hier auch die ersten Truppen schon. Hier drüben kommt jetzt nochmal eine Reserve wahrscheinlich rein, aber vielleicht kriegen wir bis dahin noch 1-2 Einheiten sogar rausgeschoben. Aber ja, ich muss sagen, wir machen doch einen ordentlichen Job. Sobald die Einheiten hier frei sind, müssen wir auf jeden Fall hier rein angreifen, dass der Gegner nicht hierdurch wieder nach Süden verlegen kann. Und dann bin ich eigentlich, was diese Abfang- und Abriegelungstaktiken angeht, sehr zufrieden. Das geht sehr gut auf. Okay, liebe Leute, das wäre es erstmal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es wieder interessant. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Tassenor sagt ciao, ciao.